Hey Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind wieder zurück von der Jagd und Hans ist jetzt unser bester neuer Freund. Ich meine das nicht ironisch, wir sind wirklich jetzt Buddies. Also, wir haben ihm das Leben gerettet und er ist echt dankbar dafür. Mal sehen, wie es weitergeht jetzt. Wir fangen natürlich die Kerle. Können wir los? Bist du bereit? Sei nicht so genervt. Ja, Hauptmann. Gut. Folge mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht, und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Jawohl, Herr. Er ist doch vielleicht nicht so nett, wie ich dachte. Jawohl, Herr. Wider besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. Darf ich wenigstens noch meine Klamotten reparieren? Ich sehe halt aus wie Sau mal wieder, ne? Ach, Kerle, Kerle, Kerle. Hi. Die waren doch schon ganz. Ist ja auch egal. Mein Schwert ist dreckig. Kann ich das vielleicht mal sauber machen? Oh, wow, der romanische Bogen ist noch. Aber der braucht Stärke 10. Das ist natürlich wieder was. Was macht denn der Wundpfeil eigentlich? Lässt er die Gegner schneller bluten oder wie? Wund- und Spitzpfeile für den Kampf. Jagdpfeile zum Erlegen von Wild. Auch die Qualität, Kraftmodifikation 1, Gewicht 0,1, Kraftmodifikation 2. Ja. Nehme ich mal die hier. Ich komme mir echt affig vor mit meiner dreckigen, kaputten Rüstung, Mensch. Oh, ich habe Scarlet Star Wappenrock, das ist ja schön. Ich nehme die offene Beckenhaube natürlich. Ich nehme das, da bin ich jetzt in voller Montur, Jungs. Guck mal hier. Ich finde, Heinrich kann sich sehen lassen. Jetzt sehe ich ja schon ein bisschen offizieller aus. Aber ja, diese Illusion der Eile lasse ich mir jetzt hier nicht aufdrücken, ja. Ich mache nämlich jetzt erstmal schön. Oh, komm mal, du kannst zerlegten Wildtieren das Geweih entfernen. Und die Zähne. Erstmal die Zähne. Geweih machen wir später. Das werde ich gar nicht machen. Trinkfestigkeit. Finde ich halt, wie gesagt, leider nicht gut. Dass man immer so ein Malus davon trägt. Oh, ich habe ganz neue Sachen. Schädelbrecher. Es besteht eine um 10% erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Gegner mit einem Treffer auf den Kopf umhaust. Packesel, ich kann mehr tragen. Ist jetzt egal. Deine Angriffe verursachen 20% mehr Schaden, verbrauchen aber 10% mehr Ausdauer. Gilt nur für Waffen, die auf Stärke basieren. Nee, lass mal. Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt, selbst beim Ausholen mit der Waffe. Sehr gut. Ich nehme den Schädelbrecher. Jo, hört sich doch gut an. Ich meine, 10% sind 10%, ja? Oh, Blutrausch, ist das? Nachdem du den ersten Gegner geschlagen hast, erhältst du einen Angriffsbonus von 50% und deine Ausdauer regeneriert sich um ein Viertel schneller. Berserker, sobald deine Gesundheit auf ein Minimum abfällt, wirst du zum Berserker und deine Ausdauer regeneriert sich viermal schneller. Robuster Magen, okay. Ah, okay. Also ich kann meinen Magen nicht mit verdorbenem Essen verderben. Und ja. Blutrausch. Überleg halt gerade. Oder ich nehme schnell wieder Wind. Ich nehme schnell wieder Wind, Leute. Das ist klar, vielleicht ist es jetzt ein bisschen blöd, wenn man darüber nachdenkt, dass ich dann auch schneller Ausdauer verliere. Aber wenn jetzt ein Gegner wieder mal von mir wegrennt und ich renne dem nach, weißt du, dann habe ich den Rotzefutze. Also gut, Männer, aufsatteln. Und keine Trödelei. Oh, ich hab Sattel. Okay. Ich hab Satteltaschen. Wie bin ich ja Sattel? Bringt das irgendwie Vorteile, wenn ich jetzt besseres Zeug nehme? Ach man, seht ihr, ich hätte nochmal an die Kiste und hätte meinen Kram rausnehmen sollen, eventuell, ha? Ich kann schon reiten, weißt du? Das hätten die nicht gedacht, wahrscheinlich. Wie wenn du das erste Mal Fahrschule hast und kannst direkt fahren wie ein junger Gott, denkst du zumindest. Ich habe mein eigenes Pferdchen, Leute, ist das nicht cool? Ich glaube, ich nenne ihn Onkel Babsi oder ja. Wollte ich schon ein Zelt da machen übrigens, wo ich mein Pferd bekommen habe.
Tante Udo oder sowas. Gott sei Dank, das Wirtshaus steht noch. Ja, ne, ich bin, ist ja auch wichtiger als sonst was. Ich glaube, der drängt mich die ganze Zeit ab, wenn ich jetzt versuche, nebendran zu reiten. Ist der Liebling, ne? Ich merke das schon. Oh, guck mal, es geht auch schon deutlich schneller hier. Ich will eigentlich mit ihm quatschen. Oh, guter Mann, Vorsicht. Wie viel im Auto umgefahren werden, wenn ihr hier nicht aufpasst? Ich weiß nicht, wenn ich Trab mache, bin ich zu langsam. Wenn ich Galopp mache, bin ich auch viel zu schnell. Aber wie kann ich denn eine Geschwindigkeit finden, die passt? Also egal, so geht's ja aktuell. Ich finde, die Pferde haben sie cool gemacht. Also ich weiß, es gibt andere Spiele, da ist das nicht der Fall. Skyrim, da sind die Pferde echt Moppelkotze. Und na gut, Red Dead Redemption, das... Ja, ich weiß, Kumpel, ich habe dir letztes Mal Bandagen gegeben. Und Red Dead Redemption, gut, das ist eine Ausnahme, das ist aber auch super gut. Also das ist sogar noch besser als hier, finde ich. Die haben ja wirklich Pferde komplett kopiert in der Bewegungsart. Ja, jetzt sind wir gleich schon in Uschitz, oder? Reite mal vor, ja? Ich kann nicht reiten, weil es das war ein Fehler, mir ein Pferd zu geben. Ich glaube, es hackt. Und noch so ein schöner Schimmel dazu. Wie ist ein hübsches Pferdchen? Oh oh. Die sind schon hier, die Kerle. Ne, das ist nicht Uschitz. Was ist das denn hier? Kennen wir das? Das ist Neuhof. Ah, alles klar, okay. Ja, ich meine, da liegt ein totes Pferd auf der Straße, aber irgendwie... scheint keinen zu scheren, oder? Da brennt auch noch was. Oh Gott. Wird immer besser. Ist dein Herr? In der Koppel. Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall nieder. Ein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte.
Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft. Und selbst wenn, was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pocken sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben. Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, wenn's denn sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Boah, das ist einfach Arschlochverhalten, ganz ehrlich. Das macht man nicht. Nicht mit Pferden. Warum? Die Pferde haben nichts getan, weißt du? Das ist richtig kacke. Smil, der Besitzer des Gestüts. Er war ein paar Mal in Scarlets. Seine arme Witwe. Frag. Ich kann später wiederkommen. Nein, du gehörst zum Hauptmann. Und je schneller du alles erfährst, desto schneller fasst ihr diese Barbaren. Ah, zu Recht, ja. Tut mir leid, dich zu stören, gute Frau, aber könntest du mir vom Überfall erzählen? Smil und ich wurden vom Lärm geweckt. Wir dachten, dass die Pferde ruhelos wären oder irgendein Trunkenbold vom Wirtshaus Krach schlägt. Sprich weiter. Mein Gatte ging nach draußen, um nachzusehen, was los ist. Dann hörte ich nur laute Stimmen und Schreie. Ich war so töricht. Es kam mir zunächst nicht mal in den Sinn, dass Smil etwas zugestoßen sein könnte. Erst am Morgen wurde es mir klar. Hast du die Stimmen erkannt? Nein, aber sie sprachen Tschechisch, fluchten wie Dämonen und beschimpften sich. Sie beschimpften sich? Gab es Streit? Ja, es muss etwas passiert sein. Oh, sogar Landsleute, das ist nicht... Und wo hast du den Lärm gehört? Überall. Es herrschte Chaos. Ich weiß nicht mal, wie viele es waren. Ich meine am Anfang. Erinnerst du dich, aus welcher Richtung der Lärm kam? Ich weiß es einfach nicht. Na, das kann man jetzt auch nicht erwarten, oder? Konntest du sie sehen? Es gibt da diesen Kerl, einen Hünen, ganz in Schwarz. Hast du ihn gesehen? Nein. Wen könnte ich zum Überfall befragen? Hat irgendjemand etwas gesehen? Soviel ich weiß, ist Mark zuerst aufgewacht. Mit ihm zu reden kann nicht schaden. Jakob, der alte Stallbursche. Er schlug sich sogar mit denen. Rotschopf hat im Stall geschlafen. Vielleicht hat er was gesehen. Sonst fällt mir niemand ein. Ja. Ich weiß nicht, also die Leute, gut, wenn man ein Problem mit denen hat, gut, ist es jetzt nicht in Ordnung, aber kann man verstehen, wenn die einfach umbringen, aber die Pferde verstümmeln, weißt du, die Pferde haben niemandem was getan, ey, da werde ich echt sauer bei sowas. Das ist halt echt, das ist richtig erbärmlich, sowas finde ich sogar, wenn man das an Tieren auslässt. Die können sich doch nicht mal wehren, weißt du? Hm. Nicht, dass ihr denkt, ich klaue was. Das ist jetzt nur Fingerübung, ja? Ich will nicht mal wissen, was da... Oder doch, vielleicht ist eine Schatzkarte drin. Ganz ehrlich, die brauchen sie eh nicht. Ich will nicht die armen Leute jetzt beklauen, ich meine, nachdem die jetzt hier alles verloren haben. Sogar ihr Leben.
Naja, wie gesagt, das lasse ich den. Das ist, das ist asozial, sowas. Wie gesagt, die armen Pferde. Den da hat's von hinten erwischt. Drüben beim Hauptstall sind noch mehr. Ja, inspizieren. Wenn der hier umgefallen ist, warum sind da noch Schleifspuren? Oh. So viel Blut. Es führt zum Teich. Oh je, da ist noch einer. Lebt er noch? Oh nein. Armer Kerl. Er muss hierher gekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Kacke, da drüben sind ja auch noch mehr. Ich verstehe das nicht. Warum? Man kann die Pferde doch freilassen und die einfach wild gehen lassen, dass die irgendwo abhauen, aber ich meine... Das schwöre ich dir, mein liebster Smil. Wie kann man nur so grausam sein? Sie haben sie wirklich abgeschlachtet. Warum tut man so etwas? Sie haben sie wirklich abgeschlachtet. Warum tut man so etwas? Was asoziale Arschgeigen sind. Hab ich ja gesagt. Ich würde mir wirklich gerne mal die Tür hier vornehmen, aber wenn hier so viele Leute stehen, ist das, glaube ich, keine gute Idee. Auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen ermitteln. Ich glaube, das ist dann immer noch ein Einbruch, oder? Ja, wie gesagt, das ist eigentlich total gleich jetzt hier. Sind die Türen überhaupt abgeschlossen? Das verstehe ich nicht ganz. Das ist die Wohnstube. Ist ja nichts Aufregendes, oder? Ja, wie gesagt, das lasse ich denen, weil das finde ich nicht... Oh, was ist das denn? Ich dachte, das wäre schon wieder eine Karte. Habe ich Hunger? Nö. Leute, weißt du, das ist hier... Ich sage, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, eure Eltern werden umgebracht und ein paar Tage später müsst ihr schon wieder das Leben normal weiterleben. Ich meine, Heinrich hat irgendwie überhaupt nicht eine Minute zum Trauern gehabt, oder? Vielleicht hat er mal eine Nacht drüber geweint, aber das war vielleicht auch das Höchste dann. Und schon geht's weiter mit dem Alltag und er muss wieder hier Dienst leisten und alles. Du Kacke, ey. Guck mal, das ist alles hier abgefackelt. Ich lasse es mal lieber. Schön, dass ich eine Schmiede haben muss, denn der Schleifstein, ich sehe ihn gerade gar nicht. Blind, haben die keinen Schleifstein? Hey Hundchen, alles gut, ich bin nicht der Böse, ja? Oh, guck mal, das arme Pferd. Wie kann man nur so grausam sein? Ach, der Mark, ja, das war der eine Knecht. Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe. Geh weg. Du brauchst keine Angst zu haben. Mit deiner Hilfe finde ich diese Bastarde. Und dann werden sie bezahlen. Sie haben es verdient. Was willst du wissen? Was ist hier eigentlich geschehen? Die
Die haben die Tiere getötet und... Warum haben sie sie getötet? Weil es Arschlöcher sind. Denk genau nach. Wie hat es angefangen? Wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dann Smil. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt. Die Ställe haben gebrannt. Und überall diese Dämonen. Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. Haben sie etwas gestohlen? Nein. Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Na, ich meine, gut, irgendwelche Arbeiter, weißt du, gegen bewaffnete, trainierte Leute vielleicht. Brüllten sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Hinten? Wo? Ein Wald, Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. War unter ihnen ein haushoher Kerl, ganz in Schwarz? Dieser Halsabschneider, dieser Deivel. Nie wieder will ich den sehen. Also war er hier. Blutrünstiges Scheusal. Oh Mann, unser Erzfeind, also unser zweiter Erzfeind. Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen. Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden, in den Wald. Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und dann Smil? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Oh ja, ich will es mir nicht vorstellen. Arme Tiere. Die Ställe brannten bereits? Geschah das nicht, nachdem sie das Weite gesucht hatten? Nein, die müssen sie gleich angezündet haben. Danke, mehr muss ich nicht wissen. Warum du? Du hast doch niemandem was getan. Oh je. Yeah. Das kann nicht sein. Das werden sie zahlen, die Penner. Ich sag euch. Ach, guck mal. Ein Fuß? Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur fragen. Ich weiß nix. Wie, du weißt nix? Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer. Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Ach komm. Hast du mitbekommen, aus welcher Richtung sie kamen? Nein, hab gar nichts gesehen. Entweder ist er nicht so ganz helle oder er redet einfach nur so komisch immer. Ob es dich kümmert, wenn ich jetzt immer so ein Schloss knacke? Ich weiß ja nicht. Hoff nicht. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ja. Von der Werkzeug. Aber das. Hier steht der Hundeleder. Ich hab. Warum keine Hasen heute? Verbesserter Jagdpfeil. Sorry, aber die werde ich mir mal mitnehmen. Warum haben die auf einmal hier Rüstungen und alles? Das passt doch nicht so ganz zum Pferdezüchter, oder? Achso, das ist auf jeden Fall stehlen, ja. Oh, und ein Pferd lebt noch. Das werde ich jetzt bestimmt nicht stehlen, einfach so. Soll ich nicht erst jemandem Bescheid sagen? Was sind jetzt die Aufgaben, sag mal. Oh, da unten war ja noch Dings.
Möge die Jagd beginnen. Sieh dich in der Gegend um. Befrage die Überlebenden und erkunde die Gegend nördlich des Gestüts. Oh. Da bin ich schon wieder zu weit. Bei der ist alles in Ordnung, oder was? Das kümmert sie gar nicht. Ja? Die näht einfach weiter. Oh, armes Pferd. Das ist schon wieder eins tot. Wer macht denn sowas? Wie kacke ist... Warum? Ich meine, warum die Pferde? Allein schon aus Profitgründen. Ich meine... Ein gesundes Pferd ist mehr wert als ein totes Pferd. Und wenn ich jetzt absoluter Pferdehasser wäre, ich meine, wäre das auch noch kein Grund, oder? Ja, was kann ich denn noch machen? Ich kann nochmal mit dem Typen mit der Quest reden, ansonsten müsste ich mir dann halt eben... Ja, befrage die Überlebenden. Ansonsten müsste ich jetzt nördlich des Gestüts weiterschauen. Wo ist er denn da? Das ist Bernhard. Nee, warte mal, doch, das ist Bernhard. Die Banditen müssen in den Wald geflohen sein. Was macht dich so sicher? Den Aussagen der Stallburschen nach zu urteilen, macht es Sinn. Du verlässt dich auf das Wort dieser Feiglinge? Sie mögen Angst haben, aber sie wissen, was sie sahen. Ich gebe dir Ruhe damit, falls du zufällig recht hast. Falls ich zufällig recht habe. Du wirst Heinrich hier begleiten und die Wälder im Norden durchforsten. Aber Hauptmann... Sofort! Hey Ruda, wir sind jetzt Kumpel, ja? Frag die Überlebenden, aber wo sind hier noch welche? Aber mit dem habe ich doch gar nicht geredet, hier. Jakob. Noch ein nutzloser Waffenknecht, der Fragen stellt? Letzte Nacht hättet ihr hier sein müssen, verflucht. Ja, wir können ja nicht zaubern oder so, ne? Zeig mir deinen Arm. Sieht schlimm aus. Die Wunde muss versorgt werden. Schon etwas besser, hab Dank. Was willst du wissen? Ja, siehst du mal, gut, dass ich ihn verbinden kann. Kannst du mir helfen? Wie? Du kennst die Gegend. Wie finde ich raus, wohin sie ging? Sie hatten's eilig. Du könntest schauen, ob sie was umgeworfen haben. Ein Zaun oder so. Und du weißt nicht, warum sie das getan haben? Irgendwas muss bei denen richtig schiefgelaufen sein. Haben nichts mitgenommen. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Wie hast du dir diese Wunde zugezogen? Hab Stimmen gehört, also bin ich nach draußen. Da sehe ich, was sie mit den Pferden gemacht haben. Hab die Bastarde angebrüllt. Einen hab ich am Umhang erwischt und auf ihn eingedroschen. Ohne Waffe? Nur mit deinen Fäusten? Ja, aber der Drecksack hat mir ordentlich eingeschenkt. Zum Glück kamen die anderen und diese Maden hauten ab. Sein Umhang ist aber noch da. Was in aller Welt ist hier geschehen? Diese Bastarde haben uns angegriffen. Kurz vor dem Morgengrauen. Den Umhang würde ich mir gerne mal ansehen. Vielleicht ist da irgendein Wappen drauf oder so? Oh, Gesellen und Lehrling habe ich gelernt. Nee, ich kann leider nichts mehr. Wenn sie wenigstens geplündert hätten. Aber warum für nichts morden? Ja, warum für nichts morden? Genau das ist es. Oh nein. Ich rede mal mit Bernhard und sage ihm, kann ich das mit dem Umhang bitte mal sagen jetzt? Gelobt sei Jesus Christus. Genau. Verfluchter Rücken. Ich würde gerne mit Stab... Selbstverständlich. Nee, würde ich doch nicht gerne. Warte mal. Ich denke darüber. Weißt du, das geht jetzt? Selbstverständlich. Ich wäre gerne ein besserer... Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut. Aber nur gegen Silber. Ja, den Spruch kenne ich schon auswendig. Ist das nicht etwa... So, ich gehe erstmal ein bisschen runter. Einverstanden? Ein schlecht. Nein, das ist super. Weißt du, es wird ihm jetzt nichts Besseres einfallen, als uns hier auf dem Hof zu unterrichten.
Aber gut, ich meine, warum nicht? Ich wäre gern... Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich möchte über die... Gut, aber nur gegen... Oh, gut, ich bin schon über die Grundlagen. Ist das nicht... Weil du es... Ja, komm, ich muss das ein bisschen beschleunigen, Leute, weil das ist immer dasselbe. Unser Gestüt ist noch... Einverstanden. Ich finde leider die Gespräche hier an sich nicht so... Also wenn es ums Ausbilden geht, wenn es diese geplanten Gespräche sind, klar. Ich selbst... Ich möchte mein... Zuerst muss... Ja, okay. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich möchte... Gut. Ist das nicht... Ja, dasselbe Spiel nochmal. Es muss schon mehr... Einverstanden. Warum redest du so komisch? Ist ja nicht nur noch 70 Sekunden oder so. Kannst du mir zeigen... Selbstverständlich. Ich möchte... Willst du nicht zu... Ja, okay, das habe ich mir gedacht. Ich bin noch nicht so gut im Verteidigen. Aber hey, ich habe jetzt auf jeden Fall eine neue... hier, Hauptfertigkeit. Redekunst habe ich nämlich gesteigert. Besteht ja ein Bonus auf Redekunst beim Falschen. Wenn du dich mit Frauen unterhältst, ist dein Ruf um 50% erhöht, wodurch du sie leichter überzeugen kannst. Oh, ich kann die Dienste im Badehaus kostenlos... Ohohohoho. Empathie, ich kann endlich Empathie, Leute. Ah. Ihr habt doch gesagt, dass Bauer eigentlich ziemlich gut ist, weil man sowieso die meiste Zeit mit Bauern hier redet. Aber ich mag das, wie gesagt, nicht, wenn ich dann immer beschränkt bin auf eine Seite und dann habe ich auf der anderen Malus. Das finde ich immer ziemlich, ziemlich blöd, ehrlich gesagt. Deswegen werde ich das nicht machen. Ich werde die nicht skillen, die Punkte. Machen wir nicht. So, jetzt ist auch das weg. Achso, gut, das ist... Ja, ich hole mir dann später eine Aufgabe, weil das ist jetzt erstmal die Aufgabe, die läuft. Von daher ist es ja totaler Quatsch, wenn ich jetzt zu Bernard gehe und sage, hier kann ich was tun. Dann gibt ihr mir wahrscheinlich sogar noch eine Aufgabe, wette ich mit euch. Es ging übrigens um Drogen. Nein. Ist nur Mehl. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Du weißt doch was, Rotschopf. Dem haben sie nicht ein Haar gekrümmt, weil er im Stall gepennt hat, ja? Gar nicht Bock. Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Wie kann man nur so grausam sein? Willkommen, Heinrich. Wow. Warum muss... Wie kann man nur so grausam sein? Siehst du, was sie getan haben? Hörtet sie. Machen wir hier nicht schon? Das werden wir machen, ja. Die Spuren führen, glaube ich, in den Wald, oder? Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Spuren. Irgendjemand floh Richtung Norden. Da ist aber kein Blut. Hier ist wieder Blut. Aha. Diese Spuren stammen nicht von Tieren. Sie müssen diesen Weg genommen haben. Ja, inspizieren. Ich brauche noch ein paar Disteln. Das ist wichtig. Warum, weiß ich nicht. Ja, und jetzt geht's hier weiter. Ich würde sagen, wir speichern noch mal eben. Oh. Ich habe ein bisschen Retterschnaps dabei, das ist immer gut. Oh. Immer nur durch das Speichern werde ich trinkfester. Ach komm, ist mir egal, was da oben noch für ein Fragezeichen war. Aha. Das
Okay, auf jeden Fall war einer von ihnen verletzt. Sie haben gerade Vögel aufgescheucht. Sie gingen tiefer hinein. Ganz bestimmt. Was? Sie gingen tiefer hinein. Ganz bestimmt. So. Ich muss die ganze Zeit versuchen, ein bisschen mich zu konzentrieren, weil die könnten ja überall im Unterholz sitzen. Man sieht das nicht so gut. Oh, ich höre sie. Hört ihr die Stimmen? Lager schaffe ich's nicht und das weißt du. Soll ich hier allein dahin siechen? Also gut. Wie soll ich? Ach, einfach schnell. Hey. Wow. Die hätten uns helfen können. Aber was heißt helfen? Ich meine, die könnten uns sagen, was hier los ist überhaupt. Bürgerschwert. Ich halte hier so lange die Stellung. Brauchst du Hilfe? Ich brauche Hilfe. Ah. Oh, ich verreck hier. Verflucht. Ah. Keiner kann mir mit einer Klinge das Wasser. Und dann bringt mich ein verfluchter Bauer um. Dolch voller Pferdescheiße. Ja, das ist sogar noch über deinem Niveau. Diese Pferdescheiße. Oh, ein Hufkratzer. Er steckte ursprünglich im Bauch eines Banditen, eines der Banditen, die das Neuhofer Gestüt überfallen haben. Blutiger Hufkratzer. Mhm. Oh, sieh an, ein Hufkratzer. Jemand in Neuhof muss mehr darüber wissen. Sollen wir den nicht weiter nachgehen? Ich meine, das wäre jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, oder? Nee. Ich werde nicht mehr die Ohren abschneiden. Ich meine, die haben doch ein Lager. Leute, sag mal. Wir sind doch so kurz davor, jetzt vielleicht auf was zu stoßen hier hinten in der Ecke. Trotzdem soll ich jetzt wieder zurück, ja? Na komm, Pfeifendeckel. Gehen wir halt. Ich habe gerade wirklich gedacht, wir erreichen jetzt hier was und können die gleich zur Strecke bringen. Jetzt gehen wir gerade zurück und erstatten Bericht und dann kommen die wahrscheinlich davon. Wir wetten, der Rotschopf war es, ha? Ganz vor Überraschung wahrscheinlich, weil er in der Scheune gepennt hat und dann kam der rein und hat ihm einfach den Haken in den Bauch gehauen. Okay, er ist immer noch da. Also der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der andere Typ. Wie geht es dir, Heinrich? Ja, mir geht's toll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Okay, doch, ich weiß, wie es euch geht. Nicht sehr gut, ne? Willkommen, Heinrich! Wow, das ist ein bisschen unpassend. Meint er nicht? Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Ich dachte mir schon. Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Das glaube ich jetzt aber nicht, oder?
Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Na toll. Ach, der ist jetzt okay. War gerade ein bisschen dröselig und hab gedacht, der ist vorher geflohen, als die angegriffen haben. Nee, komm, nicht ernsthaft. Die haben jetzt nicht wegen dem einen Typen hier alle umgebracht, oder? Das wäre ein bisschen sehr derbe. Hallo, Heinrich. Hallo. Ich höre, es wäre hier gerade was Schlimmes passiert, ne? Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratei machen lassen. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Ich gebe dir mein Wort. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du dem Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratei folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Ja, hört sich jetzt nicht sehr schwer an, oder? Scheiß auf alles. Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Und warum glaubst du das? Naja. Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Ratei. Ist gut, Herr. Alles klar. Nee, damit gibt's was zu tun, sage ich jetzt nicht. Wer tut sowas Scheußliches? Das ist ja Quatsch. Also gut, ich muss jetzt darunter. Ach so, Richtung Ratei, ja, war's ja. Ja, wo ist mein Pferdchen? Pferdchen! Ob das jetzt schon so treu ist und mir nachläuft? Okay, irgendwie... Mein Pferd ist nicht da. Ach, da ist es! Hey, Pferdchen! Na, alles gut? Du heißt Pebbles? Den Namen hast du aber nicht von mir, Fräulein. Da gibt's hier noch was? Oh, guck mal da. Das ist sogar Noven eingezeichnet. Ich reite jetzt mal die Straße rauf und guck mal, was das für ein Fragezeichen noch ist. Und dann kann ich ja beruhigt umdrehen, oder? Oh. Das ist der andere Kumpel hier. Die immer laufen, als hätten sie sich die Hose gemacht. Naja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass... Oh, das war ein Sühnerkreuz mehr nicht, oder wie? Da ist doch noch was. Aha, ein Schießstand. Na gut, was auch immer die jetzt schießen müssten. Nee, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Rotschopf... Da ist ja auch noch was. Ich glaube nicht, dass der Rotschopf irgendwas damit zu tun hat. Oder vielleicht doch. Der war nicht so richtig helle. Vielleicht hat er irgendwelche Dummheiten gemacht, hat die übers Ohr gehauen. Hat sich gedacht so, haha.
bin ja hier unter meinesgleichen, unter meinen Leuten und dann machen die bestimmt nichts. Oder haben sie einfach mal alle abgeschlachtet? Weil es ihnen gerade in den Kram gepasst hat vielleicht, hä? Ja, ich finde das trotzdem immer noch sehr, sehr asozial, dass man einfach mal so Pferde abschlachtet. Das ist generell wehrlose Abschlachten ist nicht so geil. Ja, ich weiß, Moralapostel vielleicht, aber das hat mein persönliches Empfinden. Was soll ich machen? Ich liebe Tiere. Menschen natürlich auch. Nur Tiere können halt nichts dafür, wenn ihnen was angetan wird. Die können sich nicht wehren. Okay. Oh, das ist ein Alchemietisch. Ist da. Kräuterkundler. Na gut, ich mir mal einen kleinen Abstecher gemacht habe. Vielleicht habe ich ja noch so ein, zwei Rezeptchen. Oh, grüß gute dich, Frau. Heinrich. Warum kennt mich hier jeder? Warum ist das einfach nur eine Dorfbewohnerin? Ich meine, ist es nicht vielleicht... Heinrich! Ja, hallo, hallo. Oh, was hat sie hier? Gräser und Kräuter 2. Das nehmen wir mal mit. Was denn noch? Rezept für Gift und so weiter. Oh, Schatzkarte 13. Habe ich die schon? Nein, ich glaube nicht. Sehr gut, dann holen wir uns die noch. Ich hole mir gleich ein paar Tollkirschen. Ich habe jetzt von denen noch so in der Natur gar keine gefunden, ist mir gerade eingefallen. Ne, sonst brauche ich eigentlich nichts, ne? Brauchst du vielleicht was, gute Frau? Oh, sie will halt nichts. Das ist ja schade. Sowas liebe ich ja. Nur reden wir über den Preis. Ist das... Du bist ein... Ihr wollt nur Profit machen. Ich wusste... Sehr, sehr gut. So, jetzt haben wir die Schatzkarte 13. Die muss ich mir gleich mal anstreichen hier. Ah. Lesen habe ich bekommen, eine neue Stufe, warte. Nummer 13. Wie viel sind es denn insgesamt? Ich meine, ich habe schon die 25. Warte mal. Okay, das ist... Ah, okay. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch. Das ist wieder Datei, deswegen. Ich war kurz verwirrt. Ich dachte, die habe ich schon mal gehabt, aber die hatte ich ja noch nicht. Oh, warte mal, wollte ich mich nicht gleich ein paar Tränke machen? Ah, nee, komm, das machen wir später. Ich habe noch genug von allem und... gibt etwas zu tun. Wenn hier querfeldein, ist das gut, oder... leider ein bisschen querfeld einlaufen. Einfach mal Galopp im dichten Wald. Wow. So, sehr gut. Wir sind fast richtig. Ja, ihr merkt schon, ich hab's nicht so mit Straßen, oder? Was sind wir dann jetzt? Ja, ich kann eigentlich weiter querfeldein, dann komme ich auch genau drauf zu. Ah, miese Sache das. Miese Sache das mit den Pferden, wirklich. Wow, wow, ist das hier so... so terrassenartig. Ja. Oh Gott. Bin hier gelandet. Jemand zu Hause? Ich muss mal ganz kurz am rechten sehen. Was war das? Was war das? Ich war das. Ist da jemand? Oh, Hundchen, alles gut. Hey! Ich will nur mit dir reden.
Mal sehen, was der so sagt. Kann ich... Guten Tag. Wie kann ich helfen? Gibt es in der Nähe von Neuhof Köhler? Antworte. Ja. Wenn du von Neuhof nach Süden gehst, läufst du welchen über den Weg. Aber wenn du bei der Mühle landest, bist du zu weit und musst umkehren. Danke. So, siehst du, mehr wollte ich nicht. Ich wollte mich nur mal erkundigen. Ich finde es trotzdem noch fragwürdig. Warum sind wir nicht zu den Banditen in den Wald weiter rein? Und warum hat er den einen einfach umgebracht? Das war doch schon fast... Oh, wow. Vorsicht. Das war doch schon fast eine Sabotage. Der hat unsere Ermittlung einfach mal sabotiert. Der eine war sowieso außer Gefecht und der andere, der hätte uns vielleicht verraten, wo das Lager ist. Hätten wir ihn einfach nur ein bisschen zusammengehauen. Go. Na? Ja, bin ich mal gespannt, ob der Rotschopf hier ist. Gott sei mit dir. Ja, komm. Hast du Rotschopf irgendwo gesehen? Wen? Einen Jungen mit roten Haaren. Stallbursche in Neuhof. Hier war keiner aus Neuhof. Mist. Bist du dir sicher? Soll ich deine Kollegen mal fragen? Guten Tag. Ich suche nach einem rothaarigen Jungen. Er soll mit Köhlern befreundet sein. Wir sind mit keinem Rotschopf befreundet. Er arbeitet als Stallbursche beim Gestüt. Wo das ist, weiß ich. Aber ich kenne keinen von dort. Okay, hört sich glaubwürdig an. Wortführer der Köhler. Aha. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Erzähl mir mal ein bisschen was. Willst du mir helfen? Kommt drauf an, was du willst, oder? Ich suche Rotschopf, einen Stallburschen aus Neuhof. Er soll weggelaufen und sich mit ein paar Köhlern zusammengetan haben, bei denen er manchmal war. Tut mir leid, hier gibt's keinen Rotschopf. Du suchst besser irgendwo anders. Mhm. In Neuhof gab es ein Massaker und der Junge weiß vielleicht, wer es war. Ich muss ihn finden. In letzter Zeit geschehen hier viele Morde. Aber dieser Rotschopf war wirklich nicht hier. Es werden viel weniger Morde sein, wenn ich diese Bastarde erwische. Wieso hilfst du mir nicht weiter? Beruhige dich doch bei Gott. Der Junge, den du suchst, ist hier nicht aufgetaucht. Aber schließlich gibt's noch andere Köhler. Versuch's bei denen. Und du solltest dich sputen. Bist nicht der Erste, der nach ihm fragt. Und die anderen sahen nicht gerade edelmütig aus. Mit ihrem Silber waren sie aber freigebig. Sie haben nicht zufällig erwähnt, was sie von ihm wollten? Nein, aber sie wirkten nicht so, als wollten sie ihn zum Festschmaus einladen. Gut, ich werde mich anderswo umhören. Ich dachte, mit der Intuition sehe ich, wie hoch der Wert ist. Habe ich jetzt aber nicht gesehen. Boah, ich sehe fast nichts. Erstmal ein bisschen gewöhnen an die Dunkelheit. Oder halt auch nicht. Ach man, ich kann doch nicht sehr schwere Schlösser knacken, oder? Kann ich? Ja, ich kann schon, oder? Oha. Oh. Toll, das habt ihr im schweren Schloss oder sehr schweren Schloss. Oh oh. Ich hoffe, das hat er jetzt nicht gemerkt. Ich habe immer noch Fragen zu Rotschopf. Hast du eine Idee, wohin er sonst gegangen sein könnte? Stimmt, das hätte ich auch noch fragen können. Er ist mit Köhlern befreundet, sagst du? Nun, dann findest du ihn sicher im Wald zwischen Neuhof und Uschütze. Dort gibt's ein paar gute Plätzchen. Aber der Wald ist riesig. Das könnte Wochen dauern. Dann folg dem Bach. So hast du uns schließlich auch gefunden, nicht? Wo Köhler sind, da gibt's auch Wasser. Gut. Ja, das stimmt.
wird ja echt schon Abend, ne? Boah, was ganz da oben? Na, dann mach ich das vielleicht mal schnell reisen. Boah, sag mal, jetzt muss ich durch die Nacht hier noch reiten, wenn es so weitergeht, ha? Ach, was freue ich mich drauf? Oh Mann. Pferdehändler, ja, ist nicht mehr. Ist kein Pferdehändler mehr. Ach, guck mal, der Müller hat ja noch Arbeit für mich. Hm. Ist die Frage, wie lang kann ich mir jetzt... Oh, es ist schon 21 Uhr. Wie lang kann ich dir jetzt einfach mal den Fall liegen lassen? Nicht, dass ich das jetzt dann total verhaue dadurch. Gott, mit der Fackel muss ich reiten, weil sonst sehe ich nichts. Nee, ich muss mich definitiv mal ein bisschen zu Hause hinlegen, weil... Es geht nicht anders. Wir wollen ja fit sein. Und eigentlich müsste ich Theresa mal... Ah, Gott. Diese Zwiespalte. Hm. Und für so ein abendliches Date ist es jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu spät. Oh Gott, was ist hier los? Alles klar. Ja, wenn jetzt hier einer einen Hinterhalt geplant hat, dann sehe ich das nicht. Dann sehe ich nichts. Ich reite übrigens gerade nach Westen. Ich will nicht... Oh doch, jetzt kann ich nach Süden. Genau richtig. Bäh. Ein bisschen was sehe ich ja, das ist ja ganz okay, aber... Ich sollte eigentlich nicht zu schnell machen. Ah. Verdammt, mein Pferd kann ja auch verletzt werden, oder? Also mein Pferd kann hundertprozentig sogar auch sterben und das möchte ich doch auf jeden Fall vermeiden. Sind wir bald da jetzt? Hätte ich jetzt beinahe umgeritten, den Kerl. Ich meine, der läuft hier mitten auf der Straße und ein Pferd kommt ihm entgegen. Der wäre platt gewesen. Oh, ich bin schon bei Müller-Wolczek. Der pennt wahrscheinlich, ja? Jetzt schon. Hey, steht mal auf. Liegt halt echt am letzten Eck, ne? Komm, Wojciech, lass dich mal schlafen. Aber ich werde mal einen Blick in deine Kiste riskieren. Nee, einfach nur Klamotten, das alte Zeug wie immer. Nee, also dann tut's mir echt leid, dann muss ich das morgen weitermachen. Heinrich ist keine Maschine. Der ist ein Mensch aus Fleisch und Blut und muss schlafen. Muss Romanzen haben. Haben dürfen vor allem. Mit mehreren Frauen in dem Fall. Heinrich, der... Ich sag ja, das ist... Heinrich, der Bezirksbefruchter. Warum mache ich das nicht eigentlich so, bitte? Mit Schnellreise. Oh, bald 24 Uhr. Ich bin noch nie so spät ins Bett hier im Spiel. Muss man sich mal vorstellen. Ja gut. Bei der Kneipenschlägerei eventuell. So. Ach Gott, Kinder. Dieser Fall, ne? Das ist verzwickt. Mit dem Rotschopf. Aber glaubt mir, ich denke, er hat nichts damit zu tun. Also ich glaube nicht, dass er wirklich einer derjenigen ist, die das zu verantworten haben. So, erstmal ausziehen. Ich werde vielleicht noch ein bisschen was lesen. Na gut, aber Leute, da mache ich mal Schluss hier. Das war jetzt ein bisschen unspektakulär, das Ende. Aber es ist halt so, ja. Das Leben ist manchmal auch ein bisschen unspektakulär. Könnt ihr euch gerne sticken. Naja. Gut, Leute, danke fürs Zusehen, danke fürs Bewerten. Wäre schön, wenn ihr wieder einschaltet zu Kingdom Come Deliverance beim nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und auf das Spiel natürlich. Fantastisch, wie gut sich das entwickelt. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss.